Hallo bei TLK Styling. Wollen euch heute unseren 1968er Chevy GT 500 vorstellen. Ja, der ist heute frisch, ganz nah und frisch eingetroffen. Und ja, lange drauf gewartet. Seit Oktober, also es ging nicht so schnell als gedacht. Ja, deswegen okay. Lange drauf gewartet, so gesagt. Ging echt flott. Ja, das Fahrzeug wurde Ende Oktober wurde besichtigt drüber und dann auch gekauft, der Kauf abgeschlossen. Und das Auto ist jetzt bei uns und sucht einen neuen Besitzer. Ja? Also Original 68er Chevy GT 500, schöne Dokumentation mit dabei. Wer Interesse hat, kann jederzeit bei uns angucken. Ja. Was hat er an Meilen? Meilen drauf, hast du eiskalt erwischt. Das Lustige ist, wir haben zwei Stück. Ja, also wir haben, ich muss jetzt mal nachgucken, wir haben zwei Autos geordert. Es kommt das gleiche Auto, kommt genau nochmal so in den Grün, nur als Automatik. Das ist jetzt Schaltgetriebe und das gleiche Auto kommt nochmal als Automatik. Ja. Ja, deswegen lass ich jetzt mal Meilen gucken. Kann ich dir gar nicht sagen. Es war nicht viel gelaufen. 57, 207. Ja. Ist Kaufvertrag alles mit dabei. Also Original Kaufvertrag von 68 dabei, die Bestellung. Ja. Das heißt also noch Originallack oder wurde der schon mal? Der wurde schon mal lackiert. Okay. Der wurde schon mal lackiert, ja. Wird auch hier und da ein paar Stellen. Also er wurde restauriert, wurde 2008. Haben die okay. Das Auto in den USA nochmal komplett lackiert. Sind hier und da ein paar Stellen da, die nochmal lackiert werden oder eventuell sind wir auch am überlegen, ob wir das ganze Auto nochmal so frisch machen vom Lack her. Ja. Soll ich mal die Haube aufmachen, zum reingucken? Ja, na klar. Super. Kannst du dich noch an den roten erinnern? Das war der vorne gewesen, was? Ja, der Kaya? Ja. Der Kaya? Nee. Genau, ja. Das war der Kaya, ja. Ist ja eigentlich das baugleiche Auto, außer dass das jetzt hier kein KS, sondern in Anführungszeichen GT 500, ja. Na ja gut, Leistung liegt der bei, weiß ich nicht. Ja, die Streuung, das heißt, weißt du, also um die 400 PS, ja, haben sie gesagt. Also war es echt, das Auto hat eine Streuung gehabt von der Leistung her gehabt. Aber um die 400 PS ist um ja schon PS, ordentlich. Ja. Ja. Vom Baujahr her gesehen ist das ja schon krass ordentlich. Ja. Das ist der Cobra Jet Motor, 428 Cobra Jet Motor. Ah, das ist wieder meine berühmte Frage, wie viel Hubraum, Liter? Sind das? 7,2, ja. Oh, okay. 7,2 Liter, ja. Weißt du, ich bin immer der, ich brauche Liter. Ja, bist du hier in der Ami-Werkstatt, bist du falsch, Kollege. Wir sind Cubic Inch, wärst du jetzt auch ein Ami? Das ist schon mal... Ach, darf man nicht sagen? Doch, darfst du. Du hast über den V6 gemeckert. Ja, auch ein V6 hat Cubic Inch, ja. Ja, natürlich, irgendwo hat er bestimmt welche. Nein, klar, nicht wahr. Also 3,6 Liter. Ja. Und jetzt reden wir hier drüber. Ja. Pass auf, ja. Also wie gesagt, das Auto ist genau das gleiche Auto, kommt nochmal nur als Automatik. Farbe auch, ja. Island Green. Island Green? Ja. Weil ich habe schon gesehen, der ist wirklich, je nachdem wie die Sonne steht, auch von der Farbe komplett unterschiedlich. Ja. Jetzt wenn die Sonne weggeht, wird es ja, ein bisschen... wird es dunkler, in der Sonne hast du so ein bisschen, würde ich sagen, Goldstich mit drin. Ja. Also die Farbe ist super. Super geil, habe ich auch schon lange nicht mehr. Wird ja erst jetzt nochmal durchgecheckt. Genau, das Auto kommt frisch jetzt an. Du warst ja heute dabei gewesen beim Abend. Ich denke mal, das wirst du in ein Video auch reinschneiden. Irgendwie schon, ja. Ja, wir gucken den klar durch, checken den durch, obwohl wir jetzt schon eine Inspektion über einen Partner von uns in den USA machen lassen haben. Also wir haben jetzt ja die Katze im Sack gekauft. Wir wissen schon, wie er von unten aussieht, was gemacht werden muss noch dran. Aber das ist gar nicht viel. Sind Gelenke, Gummis sind alles neu gekommen. Auto stand beim Sammler in der Garage, wurde wenig gefahren. Deshalb mal Bremse frisch machen, Flüssigkeiten alle erneuern. Gell? Das sind so. Also eigentlich, was man schon machen muss, wenn er lange, länger gestanden hat, das ist eigentlich ganz normal. Genau. Ja, cool. Wann soll der andere kommen? Ist da irgendwie so ein Zeitfenster schon gegeben worden? Ja, wir sind echt fast gleich gekauft. Ich habe ja gesagt, den haben wir Ende Oktober gekauft und ich sag mal so abgeschlossen im November und den anderen haben wir zwei Wochen später gemacht, ja. Oh, der nimmt halt eine andere Route vom Schiff, sonst wären die zusammen drauf gekommen und gemacht. Ja, aber der müsste jetzt zwei, drei Wochen später müsste der auch angucken. Ja. Bin ich mal gespannt. Aber so vom Automatik und Schalter, gab es da irgendwelche Unterschiede, außer dass natürlich Automatik und Schalter ist, vom Motor her noch irgendwelche? Nee, vom Motor her gar nicht. Also eigentlich nur Getriebe? Ja, der Schalter hat ein Pedal mehr. Ah! Ach, ja, also was? Gewichtsnachteil. Nee, eigentlich nichts, das mir jetzt bekannt ist, ja. Dass der Motor jetzt andere Leistung hat oder was, nee. Und das Geile ist jetzt echt, müsst ihr mal gucken, dass man da vielleicht mal zusammen was kriegt. Das ist das vierte Auto, gell? Der vierte 68er auch noch. Wir haben jetzt zwei KRs. Ja. Einen Lime Green haben wir, den 80er auch KR und den roten KR und jetzt halt die zwei. Das sind vier 68er Chevy GT 500. Ja, ist schon, das ist schon geil, gell? Das ist schon erwähnenswert. Ja. Also. Ja.
Vielleicht gibt man da mal zusammen, dass man alle vier Autos hier hat und zusammen ein Video macht. Was ist ja, den roten, den kenne ich ja, den anderen, den kenne ich nicht, glaube ich. Den hast du auch schon gesehen hier. Das ist schon länger her. Den haben wir irgendwo 2016, 2017, würde ich sagen. Den gesehen hast du den hier auf alle Fälle schon mal. Okay. Ja, ja. Wollte gerade sagen, 2016. Der ist so Lime Green, also das ist ein ganz, ganz helles Grün ist das, ja. Und auch in der Sonne ziemlich gelbstich. Ja, bin ich mal gespannt. Na gut, preislich, wie gesagt, wird wahrscheinlich noch nicht feststehen, weil erstmal durchchecken, erstmal ein bisschen was machen. Was willst du jetzt sagen, weißt du, wenn du sowas... es ist halt immer schwierig. Wenn einer Interesse dran hat, kann man immer drüber sprechen, soll ich es angucken. Wer sich damit auskennt, der weiß, was so ein Auto kostet oder was die gehangen, was wert sind, gell, was im Dreh. Und ja, vorbeikommen, angucken, sind zu haben. Beide Autos sind zu haben. Ja. Also wenn einer lieber eine Automatik will oder einer lieber einen Schalter will, kann ich jetzt beeilen und kann einen wunderschönen Shelby GT 500 kaufen, ja. Wobei als Schalter ist das ja nochmal so ein nochmal Seltenheitsfaktor gesteigert eigentlich. Also ich müsste mal Marti-Report gehen, da würde ich dich jetzt tatsächlich angucken. Aber ich glaube, es sind weniger Schalter gebaut oder als Automatik, würde ich jetzt schätzen, ja. Weil ich bin eh immer überrascht, wenn Amis kommen, die Schalter sind, weil... Ja, okay, früher gab es das schon noch öfter, sag ich mal, ja. Hm. Ja gut, also ich habe jetzt gerade keine weiteren Fragen an den... An den Herrn Ranft. Ja, wie du schon gesagt hast, vorbeikommen, angucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Kannst du unter ihn wegrennen?